In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin hier mit Lina am Kneten. Also ehrlich gesagt ist Lina alleine am Kneten. Wenn wir ehrlich sind, ich habe ihr jetzt zwei Farben gegeben. Also hat ihr so eine Packung geholt bei Kaufhof. Da sind 10 Farben drin. Sie durfte sich jetzt 2 aussuchen. Ja, ich finde das so krass. Kinder sind immer mit so Kleinigkeiten glücklich. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt da? Da an den Daddy. Das, Daddy. Voll viele meinten, dass dieser Zug, was wir zum Testen bekommen haben, zu teuer ist. Und deswegen wollte ich euch mal so ähnliche Legos zeigen. Die sind von BioBuddy. Wenn ihr uns auf Instagram folgt, habt ihr das schon gesehen. Und zwar sind das Bio-Legos. Krass, oder? Ich habe jetzt 2 Packungen zugeschickt bekommen. Einmal das hier. Und Leute, die sind viel, viel günstiger als die Originalen. Die passen. Die passen auch auf diese Legos. Seht ihr? Also, ihr müsst jetzt nicht zu viel ausgeben. Das wird in den Niederlanden hergestellt. Und wir haben uns jetzt netterweise 2 Packungen geschickt. Ja, Tina spielt die ganze Zeit damit. Sie hat noch eine Packung. Ich weiß jetzt nicht, wo das ist. Achso, da. Lina, gib mir mal den Karton da. Genau, einmal das und einmal das. Die haben total viele verschiedene. Ja, Dina spielt jetzt damit. Ich finde, Lego kann man immer und bei jedem Kind verwenden. Meine Mutter hat so viel Lego noch von uns damals. Das ist jetzt unten im Keller. Und das alte nie. Also du kannst das für so teuer verkaufen. Habt ihr auch noch Lego aus eurer Kindheit? Was ich sehr vermisse, was meine Mama leider weggeschmissen hat, ist Didel. Didel habe ich ja als Kind geliebt. Aber Didel ist auch teuer geworden, ne? Wenn man das jetzt auf eBay kaufen möchte von jemandem, die verlangen echt viel Geld dafür. Ich habe Didel geliebt. Ich weiß aber gar nicht, wo die ganzen Mappen sind. Meine Mutter hat bestimmt alles weggeschmissen. Meine Mama mag keinen Krimskrams. Ja. Willst du ein Schwimmbad bauen? Aber was ist mit deiner Knete? Deine Knete trocknet doch da. Nein. Doch. Nein, der Bauer. Ja, das ist auf jeden Fall aus Bio. Gut abwaschbar. Und ja, die Seite verlinke ich euch. Ihr könnt mal da vorbeischauen. Wenn ihr sagt, Lego ist mir zu teuer, die sind auf jeden Fall günstiger. Also, wenn du das jetzt mit Lego vergleichst, müsstest du, glaube ich, 10, 20 Euro mehr zahlen als wie so. Wenn du jetzt... Lego ist echt arschteuer. Ehrlich, also nee, ich habe ja bei Amazon auch damals für Lina diesen Kasten-Lego bestellt. Ihr erinnert euch bestimmt noch dran, das hatte ich mal unten in der Infobox verlinkt. Und das ist eine sehr gute Alternative dazu. Da waren Sticker dabei und das konnte man dann hier aufkleben. Mama, da baue. Bist du am Bauen? Ja, baue. Ja. Also ich finde, das ist halt nichts Unnötiges. Man kann jederzeit bauen, auch mit dem Papa spielen. Die Männer stehen ja voll auf Legos. Genau. So, dann kannst du jetzt bauen, ne Schatz? Ja, bauen. So, ich muss jetzt auf jeden Fall am Laptop mein Video bearbeiten, was jetzt bestimmt schon online ist. Und Lina kann hier schön bauen. Die Dame spielt hier schön. Und unsere Heizung funktioniert wieder. Juhu! Übrigens ist heute immer noch derselbe Tag, wie ich letztes Mal aufgehört habe. Ich dachte mir, wenn der Vlog zu lang ist, dann wird es so zu langweilig. Deswegen habe ich jetzt einen neuen Vlog angefangen. Ich bin voll außer Atem. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich kochen, aber dann hat sich Reis gewünscht. Aber was es dazu geben wird, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, ich hole gleich Hähnchen raus und mache ich irgendwas mit Hähnchen. Mal schauen. Hauptsache die Heizung funktioniert jetzt erstmal, ne? Das ist ja das Wichtigste mit Kind. So ihr Lieben, wir haben jetzt, also ich habe jetzt Lust auf Yum Yum bekommen. Das
Deswegen gibt es bei uns jetzt Yum-Yum zu essen. Eigentlich wollte ich Reis machen mit irgendwas. Aber Audel ist morgen eh zu Hause. Und ja. Wir schauen mal, was wir morgen machen. Morgen ist der Feiertag. Was willst du, Schatz? Dada. Was ist das? Dada. Das brauchen wir nicht. Du hast, guck mal, das ist dein Teller. Das kannst du nehmen. Ich komme jetzt auch. Nein, das ist sauber. Ich habe das gerade rausgeholt. Wundergiftig. Ist aber so. Genau. Tschüss, bis gleich. Ja, wir essen jetzt auf jeden Fall erstmal lecker, lecker. Ich habe so Lust drauf bekommen. Habt ihr das schon mal gemacht? Also ich tue bei 2 Packungen 2,5 Gläser Wasser rein. Und dann sind hier Gewürze drin, die Gewürze tue ich rein, natürlich nicht den Öl. Und wenn das dann alles blubbert, also es blubbert erstmal und dann tue ich die Gewürze natürlich rein. Ja, und danach kommt Yum-Yum rein. Da, 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 da. So sieht das jetzt aus. Super, super lecker. Ja, Linas Dings haben wir übrigens gewässert. Mal schauen, wann der anfängt zu glühen, zu blühen. Wir essen jetzt aber erstmal. Bis gleich. 1,000 words ain't enough to define the body of, yeah. Caught a look and she wants it back. She's firing up that body up. You think that I want you, but nah, nah, babe. You're one in a million, but it's not for me. I'm not into girls with a plastic trace. Don't take it too personally, yeah. My fault, my bad. The word's out, but you aren't ready for it. Show off, appearance of a of us out in the world who's just like me, not into you. Say, say, you think you're the deal, you know nothing, babe. I want something real, not the custom made. I'll buy you a drink, keep you company. I'm sorry, that's all it will be. My fault, my bad. The word's out, but you are. Ich wollte mal ganz kurz was klarstellen. Und zwar werdet ihr mitbekommen, in nächster Zeit werde ich mehrere Produkte vorstellen. Und ja, ich wollte euch aber dazu sagen, meistens weiß ich gar nicht, was ich für Produkte geschickt bekomme. Und wenn ich dann irgendwas doppelt oder dreifach bekomme, zum Beispiel einen Schlafsack oder eine Bettschlange oder sonst was, wenn ihr möchtet, können wir dann ein Gewinnspiel daraus machen. Ich weiß, es regen sich einige auf, kann ich auch verstehen, dass man als YouTuber alles zugeschickt bekommt und testen darf und vorstellen darf, aber dafür sind wir halt irgendwann dann da, ne, wenn die Reichweite dann größer wird. Und die Musik läuft drin, ich muss es jetzt ein bisschen, ne? Genau, also das wird dann halt, wir werben halt für die Produkte und das müsst ihr dann auch verstehen. Und ehrlich, wenn ich ein Produkt bei einem YouTuber sehe, den ich selber sehr gerne schaue und wo ich weiß, dass diese Person authentisch ist und nichts ist gelogen, dann kaufe ich das auch nach, wenn das mir gefällt. Aber wenn ich merke, diese Person bekommt alles doppelt und dreifach, dann denke ich mir, was will man damit? Zum Beispiel, es gibt YouTuber, die kriegen 2, 3, 4, 5 Kinderwagen und dann weißt du, dass sie das natürlich auf eBay verkaufen und ne, Geld damit machen. Ich will das natürlich nicht machen.
Und ich weiß meistens nicht, was ich für Produkte zugeschickt bekomme. Jetzt habe ich letztens Produkte bekommen, die habe ich euch gezeigt. Mit dem Schnuffeltuch und dem Beißring und so. Das braucht jede Mama zu Hause. Aber wenn ich jetzt sehe, also wenn mir eine Firma schreibt, wir würden dir gerne ein Paket zusammenstellen und dich überraschen, kannst du das in deinem Video zeigen? Dann schreibe ich natürlich zurück, ja klar, mache ich gerne. Ich kann natürlich für diese Produkte werben, wenn die gut sind. Aber wenn ich dann weiß, ich habe jetzt 2, 3 Schlafsäcke zu Hause oder 3, 4 Bettschlangen, dann würde ich die gerne an euch verlosen, weil ich weiß, es sind viele Schwangere unter uns. Und warum sollt ihr dafür Geld zahlen, wenn ich das dann doppelt habe und neu und unbenutzt? Wisst ihr, was ich meine? Also wenn ihr Interesse daran habt, dann würde ich das gerne so machen. Aber ich will auch bitte... letztens hat jemand geschrieben, ihr könnt echt froh sein, dass ihr alles geschickt bekommt. Leute, wir tun auch was dafür. Ich habe, also nachdem ich mit YouTube angefangen habe, habe ich auch sehr viel Geld investiert in YouTube. Ich habe 2 Kameras gekauft, ich habe 2 Laptops gekauft. Dann kaufst du ein Schreibeprogramm, dann kaufst du Stative, dein Stativ geht kaputt, dann kaufst du noch ein Stativ, dann geht dein Ladekabel kaputt, dann musst du für 100 Euro wieder ein Ladekabel kaufen. Mir macht YouTube persönlich sehr viel Spaß. Ich erzwinge mich nicht. Wenn ich schlecht drauf bin, bin ich schlecht drauf. Dann zeige ich das in den Videos auch. Ich meine, ich kriege ja nichts für mich. Ich kriege das für meine Kinder. Und wenn ihr wollt, können wir das gerne so machen. Die Sachen, die ich nicht brauche, aber vorstellen darf, würde ich gerne an euch verlosen. Weil ich will natürlich, ich freue mich natürlich mit euch, wenn ihr euch freut. Zum Beispiel das mit diesem jetzt Glitzer. Da hat auch jemand geschrieben, ich würde das gerne 3-mal für meine Nichten gewinnen. Sorry Leute, ich darf das nur 1-mal verlosen. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, kannst du, die Person hat jetzt gewonnen, kannst mir das 3-mal, ne? Kannst dir das 3-mal zukommen lassen. Ich meine, ich habe sie auch nur bekommen, damit wir das vorstellen, weil das halt neu auf dem Markt ist. Das wollte ich kurz klarstellen. Also in den nächsten Tagen wird es einige Produktplatzierungen geben. Also nicht Produktplatzierungen, ich kriege kein Geld dafür, ich kriege halt nur die Produkte, ne? Und ja, also wie gesagt, wenn ihr wollt, dann können wir das so machen mit dem Verlosen. Ich weiß, dass ihr euch darüber auch freut. Und da ich momentan so viele Kartons zu Hause sowieso habe, durch die ganzen Produkte, kann ich das auch 2 Minuten einpacken und kurz bei der Post abgeben für euch. Lina, was machst du da? Da! Übrigens ist der Kinderwagen der Hammer, Leute. Lina will wirklich nur da drin sitzen. Den kann ich nur empfehlen. Voll viele meinten, kannst du schon mal Positives darüber berichten? Ja. Also wenn du ein Kind zu Hause hast und sie die ganze Zeit da drin liegt, dann kannst du echt... Willst du rein? Ja. Oh. So. Gut. Da. Die Decke? Ja. Achso, du willst dich hinlegen? Lina, du bist echt Banane. Ehrlich. Ja, da. Ja, das gehört eigentlich Lia, ne? Ja, Lia Auto. Ja, Lias Babywagen. Nicht Auto. Ja, da. Ja. So, gute Nacht. Tschüss. Tschüss. Genau. Ja. Und sonst gibt's nichts. Das war's auch. Also ich wollte heute nochmal mit meiner Mama in die Stadt, also nicht in die Stadt, in die Arkaden. Mit Outlet haben wir ja nichts gekauft oder nichts gefunden. Ich wollte heute nochmal gucken, für mich auch, ob ich ein paar Pullis oder so finde. Mir ist arschkalt, die Heizung funktioniert irgendwie immer noch nicht. Und hier, Outlet ist gerade beim Arzt. Und jetzt warten wir einfach auf Papi. Ja, ja Schatz. Baba Doktor. Ja, doch, Baba ist beim Doktor, ne? Ja, Papa. Gefällt's dir da drinnen? Ja. Ist schön, ne? Ja, ja. Das sieht voll komisch aus, weil hier jetzt das Ding nicht dran ist hier. Ne? Für die Kopfbedeckung. Aber das brauchen wir ja auch erstmal nicht. Das kommt halt in den Keller. Ja. Und dann los. Und jetzt hier Leder, ne? Richtig schön. Ne, Mausi? Lina, ich fahre dich jetzt nicht rum, Schatz. Wir müssen uns fertig machen. Bye, Jess. Okay? Anna, nee, geht nicht mehr. Nein, Baba. Ja, Baba fährt uns dahin. Okay? Da und da. Da.
Was? Da. Ja, das ist der Bär. Da. Sollen wir kurz deine Legos aufräumen? Dann machen wir uns fertig und gehen los. Fahren los. Baba kommt jetzt bestimmt gleich. Willst du EE machen? Ja, EE da. Aber ich kann dich nicht hier lassen. Was, wenn du runterfällst? Hä? Übrigens ist das mein von meiner Kindheit noch. Das hier, das hat meine Oma damals für mich gestrickt. Und Lina hat das jetzt jeden Tag an, weil unsere Wohnung halt kalt ist, ne? Guck mal, du fliegst jetzt nach hinten, Lina. Guck mal, wie weit hinten du bist. Hatte Kack. Ich schwör's euch, Leute, ich habe gerade aufgeräumt. Und schaut mal, was Lina hier wieder gemacht hat. Ich habe aufgeräumt, gestaubsaugt. Und die Dame hat wieder alles auseinandergenommen. Ja, Lina weint jetzt. Sie will nicht, dass ich hier aufräume. Aber ich muss aufräumen. Und genau. Und auf jeden Fall waren wir gestern von 17 bis 19 Uhr in einem Indoor-Spielplatz. Mit Linas Freundin. Und ja, es hat auch gut getan, dass wir nach Hause gekommen haben, gekocht. Gestern gab es bei uns Fasselge mit Fleisch. Aber das gestern gemacht. Ich habe dazu dann Reis gemacht. Ja, wir haben auch gerade gefrühstückt. Jetzt ja beim Arzt, wie gesagt. Und wir müssen jetzt hier aufräumen. Ich muss übrigens mal so eine Kiste kaufen für die ganzen Legos. Ja, das ist so bitte, ne? Ja, das ist so bitte. Ja, so bitte mich. Ich muss da gleich Wasser reintun, ne? So, da jetzt einige nochmal nach Linas, Lias Schrank gefragt haben. Ja, ich verwechsel schon ein bisschen was, ne? Hier sind ihre Spucktücher. Dann haben wir hier, wie heißt es, ihre Oberteile. Das sind Pyjamas. Jetzt total viele Pyjamas. Dann sind hier ganz viele Buddies. Ihr dachtet ja, das ist wenig, Leute, das ist echt viel. Das ist jetzt Größe 56 bis 62, also 50 bis 62, sorry. Dann haben wir hier ganz viele verschiedene Hosen von Lina noch. Dann geht's hier weiter. Hier haben wir sowas wie Strampler. Ja, das sind jetzt 6 Stück. Ich denke mal, das reicht, weil wir sind ja, ne, in der ersten Zeit ist man nur zu Hause. Dann haben wir hier noch, also das sind Strampler, wo du unten einen Buddy oder einen Pulli anziehen musst, wie hier. Dann haben wir hier noch so ganz normale, oh, sag doch mal schnell. Das ist zum Beispiel auch ein Pyjama, das habe ich bei Lina geliebt, aber jetzt ist meine Kamera irgendwie ausgegangen. Erinnert ihr euch noch daran? Das habe ich Audet geschenkt, wo ich erfahren habe, dass Lina schwanger ist. Lina schwanger ist, scheiße. Dass ich schwanger bin. Und das hat Lina an unserem Standesamt an. Danach haben auch ganz viele gefragt. Moment. Das kann ich euch ganz kurz mal zeigen. Ich weiß gar nicht, wann Lia das anziehen soll. Und ich weiß auch nicht, wo die Hose jetzt dazu ist. Aber ich kann es mal kurz aussuchen. Das hatte nämlich meine Mama gekauft für Lina. Für das Standesamt. Die Mütze kennt ihr ja schon. Hier ist es. Also, das ist die Hose. Ich habe ehrlich die Sachen von Lia jetzt nicht gebügelt. Ich finde es einfach unnötig. Früher habe ich das immer gemacht, aber das Unnötigste auf der Welt. Und das war das Jäckchen dazu. Und so sah Lina aus. Also man sieht sie jetzt nicht komplett, aber so sah sie aus. Da hat sie sogar einen Schnuller. Das war aber das erste und letzte Mal. Danach wollte sie nicht mehr. Das ist jetzt Größe 56 und das war ihr zu groß. Das war ja auch, ne, 6 Tage nach der Geburt. Aber das werde ich auf jeden Fall Lia auch anziehen. Dann haben wir von beiden Fotos mit demselben Anzug. Total schön. Ja, und ich finde, wir brauchen auch nicht mehr viel. Die Spucktücher werde ich jetzt auch hier rausholen. Die habe ich übrigens bei... So, die Spucktücher habe ich übrigens alle bei Dingens gekauft. Wie heißt das? Action. Und das habe ich von wo? Träumeland zugeschickt bekommen. Und hier ganz unten habe ich auch noch Spucktücher und Lätzchen und diese Dreieckstücher. Genau.
Ja, die Spucktücher kommen jetzt noch hierzu und Spucktücher habe ich dann auch genug. Ihr seht, das ist alles komplett voll. Das ist auch noch alles von Lina, außer die sind neu. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht, aber ich merke gerade, ich habe ein bisschen zu viel Schminke gemacht. Scheiß drauf, obwohl ich wirklich nur Concealer drauf habe, Wimperntusche, Eyeliner und Rouge. Ich mache nicht mal Make-up. Also wenn ich Make-up machen würde, ich glaube, oh, der wird mich direkt scheiden. Der hasst Make-up an Frauen. Der hasst das. Ich weiß nicht warum. Ja, der ist jetzt gerade voll genervt, weil er so lange auf den Arzt warten musste. 2 Stunden für eine Krankmeldung. Ja, unsere Ärztin lässt sich immer gerne viel Zeit. Ich bin da schön für gerade. Ja. Und ich warte auf den Anruf von meiner Mama. Übrigens war die OPS da. Ja. Hier bei mir. Ja, was soll ich jetzt sagen? Ich wusste das nicht sagen, Leute. Achso, die OPS war bei uns, hat aber nicht geklingelt. Unser Paket hat der jetzt irgendwo in einem Kiosk abgegeben, ey. So, ihr Süßen, wir sind jetzt wieder zu Hause. Mir geht's nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich werde den Vlog auch jetzt gleich beenden. Ich habe draußen, ich musste Guthaben kaufen bei Aldi und draußen, das Guthaben ist halt an der Kasse und da muss man richtig hochgreifen und ich bin ja nur 1,58. Ich musste richtig hochgreifen und bei mir hat es hier so gezogen an der Seite. Das hat so weh getan. Und ich musste wirklich ein bisschen noch nach Hause laufen, weil meine Mama doch nicht gekommen ist. Ja. Ich habe jetzt natürlich voll den harten Bauch. Immer noch. Lea hat sich seitdem auch nicht bewegt. Ich muss sie gleich mal ein bisschen ärgern. Ich weiß nicht, wie ihr das immer macht. Ich lasse dann Lina an meinen Bauch ran. Ich habe auch Lina wirklich bis ins Wohnzimmer geschoben mit dem Kinderwagen und habe gesagt, Lina, komm jetzt runter. Ich konnte einfach nicht mehr. Also ich werde jetzt nicht bis zur 35. Woche warten mit dem Koffer packen. Meine Mama hat ja meinen Koffer, meinen Reisekoffer, den kleinen. Mein Bruder war ja in London. Ich werde den jetzt morgen, nicht morgen abholen, aber morgen schlafe ich bei ihr und dann morgen werde ich das dann, übermorgen werde ich es mitnehmen. Und ja, und sonst. Ich wollte euch kurz zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe nicht viel gekauft, ehrlich gesagt. Ich warte darauf, dass es bei Ernstings Family oder so Angebote gibt. Für Lina wollten wir auch Sachen kaufen. Haben wir dann aber doch nicht. Also ich. Also auch den meinen gekauft für Lina. Oberteile, aber ich habe keine gefunden. Und bei C&A gibt es ja manchmal dieses 20% auf alles. Warum soll ich dann jetzt den vollen Preis zahlen? Warte, Schatz, kurz. Ja, ich zeig mal kurz deine Sachen, ja? Ja, für den habe ich bei Ernstings Family dieses Oberteil gekauft für 5 Euro. War reduziert von 7 auf 5. Das ist jetzt Größe 110. Aber sie kann es halt auch mit einer Leggings anziehen. Ist ein bisschen wärmer dann überm Popo. Dann habe ich für Lia Socken mitgenommen. Die waren reduziert, weil die Verpackung kaputt war. Ich habe jetzt dafür 1,99 bezahlt. Das ist jetzt Größe 74 bis 80. Aber ist ja nicht schlimm. Und für mich habe ich auch Socken mitgenommen. Für meinen Krankenhausaufenthalt. Da braucht man ja warme Söckchen. Und die waren reduziert auf 3 Euro. Für Größe 35 bis 38. Ja, das sind eigentlich, glaube ich, Kindersocken. Das sind jetzt Sneakersocken, aber ich mag eh keine langen. Das habe ich gekauft. Dann waren wir bei Aldi. Da habe ich Schokobrötchen für Lina bunte Eier, ein Getränk und Kekse gekauft. Und das passt sehr gut, weil wir kriegen am Sonntag Besuch von Menschen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe oder kenne, aber Albert kennt die. Ja, die kommen dann zu uns und dann habe ich halt, ich wusste das natürlich noch nicht, aber dann passt das perfekt, weil ich einmal diese saftigen Kokostörtchen mitgenommen und einmal saftige Kokostörtchen, okay. Das halt mit Marmelade, ne? Ja, und Audit wird dann kochen, meinte er. Und ich meinte, wo sollen wir denn essen? Wir haben keinen Esstisch. Dann meinte er, habe ich schon gesagt, wir essen auf dem Boden. Dann meinte ich, okay, warum nicht? Ja, Samstag müssen wir auf jeden Fall einkaufen gehen. Weil Audit wollte Fassolier machen. Genau, ich werde mich jetzt
heute nur noch ausruhen und nichts mehr tun. Wenn es mir besser geht gleich, dann werde ich den neuen Vlog starten, weil ich will jetzt so zack, zack, wisst ihr, dann habt ihr was zu schauen. Naja, ich hoffe, euch geht's gut und passt auf euch auf. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.